Hier sind wir wieder zum Wieder zum letzten Part letzten von Part Level von Level 1. 1. Mit so komischen Guerilla-Modus. Mit Tom Clancy's. Ghost Recon Future Soldier. Sie haben den Feind vorerst gestoppt. Bereiten Sie sich jetzt auf den nächsten Angriff vor. Platziere eine Ich Mine. spiele übrigens so vielleicht die Schwierigkeitsgrad, ich weiß nicht, ob man das gesehen hatte. Als ob schon. Lege Mine. So leicht ist auch der nicht. Es ist ich der möchte gar keinen höheren leichteste, also. spielen. Nichtsdestotrotz, einen anderen möchte ich gar nicht spielen. Zumindest nicht zu zweit. Ja. Yeah. Alleine muss Dann das ja die Hölle organisier mal sein. Noch ein paar mehr. Da gab es jetzt das gleiche Scharfschützengewehr nochmal. Nur diesmal ohne Schalldämpfer. Leider immer noch keine M110. Was machst du denn diesmal auf der Seite? Herumlaufen. Okay. 34 Gegner. Wird definitiv nicht leicht. Und schon geht's ab. Bitte. Das ist halt direkt vor unserer Haustür, jetzt schon. Haustür. Hä? Der schießt da auf mich. Weiß nicht. Ich sehe niemanden. Mit Wärmebild nicht, auch so nicht. Kann es der da sein? Niemals. Egal. Ich roll da mal rein. Mach erst noch den Schildtypen hin. Okay, Schildtyp. Nicht. Jetzt. Jetzt. Der da. Boah, shit, ich bin fast draufgegangen, nur um mich dem zu nähern. Oh, da ist das Schild. Ich hab nicht schießen. Verdammt, ich bin tot. Und das nur, weil ich eine Brandgranate um die Ecke geworfen habe. Ist man lange genug aus der Deckung, um zu sterben. Oh. Wie es scheint. Mein Gott. Es ist ein Panzer, habe ich das gerade richtig Keine verstanden? Ahnung. Aber sollst du mich heilen? Es war hart für viele. Das ganze Team ist tot. Alter Schwede. Nicht mal genug Zeit, eine Rakete abzufeuern. Was, das versuchst du? Ja, hab nicht ich tot jetzt neben mir liegt. Was? Nein, da warst du noch nicht tot. Ja, gut, abbrechen kann man die Dinger wahrscheinlich nicht. Puh. Hier ist Nachschub. Nutzen Sie ihn vor dem nächsten Angriff. Ich möchte lieber meine M110 wieder aufnehmen. Pech. Ich gebe sie nie wieder weg. Das war nur wegen Welle 40, weil ich was Schallgedämpftes gebraucht habe. Das nächste Mal lasse ich einfach alles dicht töten und scheiß auf schallgedämpfte Waffen. Lade nach. Weil man, was hätte es uns gebracht überhaupt, das Silent zu machen? Keine Ahnung, wir haben es Silent geschafft, also können wir es gar nicht wissen. Ach, glaubst du, das galt nicht mehr als Silent, nur weil der letzte kurz gejammert hat, bevor er gestorben ist. Naja, sagen wir, es war, glaube ich, etwas zu lang, wie er gejammert hat. Platziere eine Mine. Schalte eine Mine. Feinde, sie kommen näher! Platziere eine Mine. Mein Gott, überlebt doch nicht so viel. Und ich sehe Blutfetzen durch die Deckung durch. Ein komplettes Magazin war da. Ich will ihn rein. Mir egal. Hauptsache er stirbt. Er lebt immer noch. Er ist mit 1 markiert. Hast du auch wirklich einen Marker bekommen? Was für ein Marker? Ja, Hitmarker! Da kam Blut. Das ist gescheit egal. Wenn du keinen Marker kriegst, triffst du nicht. Ich verstehe nicht, was du mit Marker meinst, weil ich da nicht sehe. Dieses X! Hier sind ständig X'e, wenn ich auf irgendwen schieße. Ja, genau. Das zeig dir an, dass du die getroffen haben hast. Benutzt. Ich kann nichts tun. Ja, egal. Nicht egal, weil wir gleich K.O. sind, deswegen. Wie nicht egal? Du weißt schon, wie. Toll, ich habe eine Claymore gesetzt. Ich wollte eigentlich eine Brandgranate werfen. Bist du jetzt wer herangerannt oder wie? Da waren zwei gerade drin. Einer mit Schild und einer nicht. Ich weiß nicht, wo du rausgeguckt hast, aber. Gar nicht, ich bin zu dir gekrochen. Und dann hat's bumm gemacht.
Warum kriegst du zu mir, als ja, ich noch lebendig bin? Achso, du warst davor schon tot. Oh Gott, keine Ahnung. Ja, dank der Claymore bin ich jedenfalls auch verreckt. Das benutzen die EMPs, was für Arschlöcher. Echt, keine Ahnung, wie wir das aushalten sollen. Was denn? EMPs machen doch eh nichts. Machen eh nichts. Ich hab deswegen... Mach doch nur der Werbekamera aus, oder? Wie viel... Nein, die machen das komplette Hand aus. Ja und? Brauchst du das? Nichts, na und? Oh, ja, ich wusste nicht, bin ich mit Nachladen schon fertig oder nicht? Oh, ich kann nicht schießen, also scheinbar nicht. Dann setze ich doch jetzt mal eine Claymore hier hin. War keine Absicht. Ich wollte eigentlich eine Brandgranate werfen, weil da so ein Typ mit Schild kam. Aber ich wusste ja nicht, wie weit ich gescrollt habe, weil ich hier nichts sehen konnte. Also mir macht das jedenfalls schon was aus, wenn ich das nicht erkennen kann. Okay. Jeder normale Mensch würde ja wissen, was er benutzt. Bei uns ist es so, oh, EMP, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich da aus meiner Hosentasche ziehe. Dann solltest du am besten immer das, was du machen willst, schon auswählen. Also schon bevor die reingewählt haben, dass du immer einfach werfen kannst. Ja, ich war aber davor auf Sensor. Bereit machen, der Feind rückt an. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Zumindest nicht in einem Part. Ich war voreilig von dir zu sagen, dass das der letzte doch ist. Platzieren Mine. Das wird definitiv nicht der letzte. Doch. Jetzt sind sie aufgescheucht. Okay, ein Kopfschuss, 500 Punkte. Noch einer, 500 Punkte. Combo-Bonus. Vielleicht möchtest du auch einen Sensor. Der Sniper da. Es wackelt alles, wie soll ich denn so? Schieß einfach wild. Kann man wackeln nicht viel. Mann, ich habe 5 Schuss und muss 2 Sekunden warten, bis ich schießen kann mit dieser Sniper. Da kann ich nicht wild rum. Ja, dann nimm irgendeine andere Waffe dafür. Hallo. Hallo. Ja, bin dabei. Ja. Okay. Wo bist ja, du direkt denn? Unter dir. Ja, toll, deswegen sehe ich nirgends dieses Symbol. Geh nicht ganz so nah ran. Ja, ich habe nicht mal gesehen, da kam nicht mal... Ja. Dass du da K.O. rumliegst, stand da nicht mal. Ja, das ist einfach gerade nach unten gucken müssen. Ja, das muss ich ja erstmal wissen. Ja, siehst du... Ich sehe mich um, da steht 3 Meter, wo, 3 Meter weit weg bist du irgendwo am Liegen. Und ich denke so, hä, nein, was? Siehst du nicht, dass direkt vor dir quasi Füße sind und so? Ja, weil ich unbedingt nach unten gucke die ganze Zeit, während ich in Deckung bin und eigentlich aus dem Fenster gucke, weil dort Gegner sind. Ja, wenn man so in Deckung ist, dann sieht man diesen Bodenbereich vor sich. Ich versteh's nicht. Hier, ich sitze so in Deckung. Ich sehe hier den Boden. Da hättest du mich sehen müssen. Eigentlich. Ja, aber da habe ich nicht hingeguckt. Okay, auf wen hast du denn geschossen? Ja, aber worauf? Ist das nicht sowas wie diese eine Rakete, die man in der Kampagne immer steuern konnte? Siehst du nicht, dass an dir dran EMP steht? Dann, ja, hab ich. Unser Team existiert nicht mehr.
sehe nichts. Abschließt du Luftschläge? Ich dachte, die sind nur dafür da, um Fahrzeuge zu zerstören. Warum war es so? Nachschub kommt. Warum warst du eigentlich? Warum warst du eigentlich direkt tot, nachdem du mich wiederbelebt hast? Ja, aber ich dachte mir, dass du vielleicht auch einen von denen jetzt umbringst, aber da lagst du schon so rum. Mine gelegt. Ich. Ach stimmt, du liegst ja immer so da. Weiß aber schon, dass es ein bisschen Speed wegnimmt von dir. Ja, du kannst ja nicht so schnell dich bewegen. Mine gelegt. Ja, wenn du am Boden liegst. Lege Mine. Ja, hast du nicht, bist du nicht am Boden gekommen? Platziere Mine. Da musst du gar nicht aufstehen, um jemanden zu dingen. Ja, du hast gesagt, dass du nicht aufstehen. Das wusste ich ja eigentlich gar nicht. Das macht er ja automatisch. Wir haben einige Gegner an den Hacken. Ein Spätzner. Du hast ja so gesagt, dass du jetzt im stehenden Modus sein muss, um jemanden Nahkampf zu können. Nahkampf. Wer denn? Nein, hier ist irgendwer drin. Und der kam auf jeden Fall nicht von meiner Seite, aber auf die habe ich geschaut. Immer wenn wer auf meine Tour läuft und ich schaue durch die Tür durch, würde mir das ja auffallen. Und wenn der unsichtbar ist, so unsichtbar ist er dann auch nicht. Schilder. Aufpassen, Sie kommen von rechts! Gegner erledigt! Sie kommen von links! Links, Gegner von links! Keine Ahnung, welche links sie denn so haben. Vielleicht der Schildtyp, der vor Start ist. Die Lüge. Von links! Feinde auf 9 Uhr! In dem Gebäude! Okay, was die bewegen hier. Greif die Spätzler, Mann! In Ordnung! 12 Uhr! Er ist tot! Ja, wir werden ja keine Welle zurückgestuft dazu. Wie soll es eine andere sein? Also, da ist irgendwas random. Hier ist Nachschub. Nutzen Sie ihn vor dem nächsten Angriff. Muss nachladen. Ein Sturmgewehr anscheinend. Ah, anscheinend gehen nur 4. Schalte deine Mine scharf.
Ja, ich hab gesehen, wie alt er explodiert. Aber warum? Da soll es eigentlich so viele Minen geben, wenn sie eine Begrenzung der Minen haben. Sensor abgesetzt. Na bitte! Sie versuchen es von links! Okay, aber geh ich dich einfach. Schön, wenn ich das Schild am Fuß treffe und dann muss ich nachladen. Dann kann ich nicht mehr drauf schießen. Meinst du, den ich nicht umgebracht habe? Nein, meinst du, den ich nicht umgebracht habe? Au! Oh. Ich brauche Muni. Ja, ich wollte Muni holen. Ohne Kugeln kann ich nicht schießen. Unser Team wurde ausgradiert. Es ist vorbei. Hättest du auch noch warten können. Da kamen ja gerade zwei rein. Ja, die Leiste war nur die leer und da kamen ja gerade zwei rein. Nachschub ist am Boden. Füllen Sie damit Ihre Vorräte auf. Ja, glaubst du, das ist wirklich effektiv? Platziere Mine. Mine gelegt. Platziere Mine. Ich glaube aber irgendwie erst die Explosion ein bisschen raushalten. Aktiviere Tarnung. Lege Mine. Haben sie vorher nicht, oder was? Bereit machen, der Feind rückt ab. Das ist echt schlecht. Sensor aktiv. Ich sehe drei Gegner. Ja, sind hinter Objekten. Wie gesagt, Hitmarker. Wenn der nicht kommt, triffst du nicht. Wenn der nicht kommt, triffst du nicht. Ist so. Markierung ist ja nicht umsonst da. Ah, da kommt einer vom Schild. Der Teil ist gerade zu mir gedrückt. Toll. Ich dachte, dass ich hier Äpfel treffen kann. Alter, oh, au. Der ist natürlich wieder ganz am Boden. Kann ich einfach wegfliegen. Ich glaube, ich nicht was kann. Vorsicht, die kommen!
Oh, da oben ist einer, der geht hier. Naja, behindert ist nicht groß. Ich hab eh auf dich gedrückt. Ich hab gesehen, dass der direkt hinter dir steht. Du hast gesagt neben dir, nicht hinter dir. Der Angriff ist vorerst gestoppt. Vielleicht hätte es noch vorgehen lassen sollen. Rüsten Sie sich aus, bevor es weitergeht. Ja, aber ich... Aber es ist nicht unmöglich, dass wenn ich eh gemacht hätte, dass ich nicht ihn geschlagen hätte, sondern dich gehealt hätte, weil du einfach direkt vor ihm stehst. Platziere deine Mine. Ich warte eigentlich immer, bis sie schon nah genug dran sind. Platziere eine Mine. Warum ist er so hergekommen? Platziere Mine. Schalte eine Mine scharf. Mine gelegt. Lege Mine. Da sind Feinde, die sich ihrer Position nähern. Tarnung ist aktiv. Sensor abgesetzt. Vorsicht, ich sehe eine Spezialeinheit. Genau vor uns. Jetzt sind sie aufgescheucht. Sie versuchen es von links. Abschuss. Während du beschossen wirst, passiert das. Ja, aber das ist so. Also bislang ist es so, dass ich Schilder da mit einer Brandgranate tot bin. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Kann es sein, dass du die Granate auf unser Schild geworfen hast? Hallo EMP. Jetzt heißt es ohne elektronische Kriegskampf. Sie kommen von hinten links. Wie willst du das machen? Sie bewegen sich! Diese Stellen war immer ein Befehl, den man den anderen befehlen musste, die nicht da sind. Ja, habe ich bemerkt, aber so schnell bin ich nicht hingekommen. Nehmen wir. Wow. Ach, der. Lol, die Linie, dass wir sehen, wo wir die Granaten dann geworfen haben, gehört auch zu dem, was... Ja. Ich habe halt gedacht, das ist sowas, was, soll man sagen, so unrealistisch ist, dass es ein Computer so gar nicht machen kann und du es deswegen trotzdem sehen. Kann ich dir versichern. Ah! Irgendwer ist genau so gut drin. Los, die Bestätigt!
Gegner tot! Neun. Ja. Wie sieht das aus? Sieben. War jetzt nicht so mega effektiv. Und kommt drauf an, ob das auch wirklich alles so heftige Typen waren, die Schildtypen. Oder diese ganzen Unsichtbaren. Oppressator? Oder was soll ich denn? Ja, das macht Sinn. Lege Mine. Feinde, sie die nähern sich ihnen. Sensor. Hey. Aber so voll, als würdest du jede Runde einschmeißen, kannst du dann so viele haben. Und sie kommt von links. Alles klar. Greif die Spitznasse an. Sie wollen links rumkommen. Gegner hat ein Schild. Ah. Sie versuchen es von links. Ja, lol. Sind das zwei Sniper jetzt nebeneinander gewesen oder war da ein Raketenwerfer? Gastkommentatoren. Kommentiert er mit. Wenn hier keine Gegner bei mir wären. Ich hab irgendwie daneben getroffen. Luftschlag war was? Das war das hier. Auf 9 Uhr! Achtet auf das Gebäude! Luftschlag! Ich bin gestorben. Steht irgendwo, wie viele Kills ich damit hatte? Gemutet. Jetzt aber nicht mehr, jetzt hört man. Ah, dieses Umschalt. Der nervt mich auch. Ah, da ist einer. Wie wär's denn mit den umbringen? Schon noch 8, wir schaffen das. Locker. Okay, die zwei da oben sind hinüber. Fuck. Gott. Au. Da ist ein Schild und ja, der. Scheißdreck, kommt zu mir! Versuche es. Noch 4. 2 sind auf der Seite. Ich kümmere mich drum. Okay. Das sind die letzten beiden. Töt ihn. Okay. Gott sei Dank. Hey, die Waffe ist super, die benutzen. Ich habe es keinen anderen benutzt in der ganzen Welle. Den Mega Damage Output. Nimmst auf die Waffen der Gegner. Benutzt ihre eigenen Waffen gegen sie. Klar, warum nicht? Eigentlich doch sinnvoll. Willst du wissen, wie sie heißt? Das ist eine A91. Was ist das für eine Art von Waffe? Sturmgewehr. Hat Schalldämpfer, den bräuchte ich jetzt zwar nicht, aber na gut. Doch, ist wichtig.
Eine Claymore hier. Und eine Claymore da. Schalte eine Mine scharf. Vielleicht noch eine kleine Claymore hier hinten verstecken. Platziere eine Mine. Lege Mine. Mine gelegt. So. Lege Mine. Dann noch die vierte. Schalte eine Mine scharf. Und das war's. Tarnung aktiviert. Okay. Auf geht's. Augen auf! Feindliche Soldaten im Anmarsch! Sensor abgesetzt. Einer. Oder ein Spätznase. Von uns vorn. Ich sehe irgendwie noch gar nichts. Brandgranate fliegt. Hallo, ich habe die Breitbart, die ich jetzt seit der Gänger gemacht habe, reingehört. Okay, ich habe die Panzerfaust ausgeschaltet. Und bin versehentlich. Ah, oh, da ist noch ein Spawn. Noch eine gespawnt. Was, ein Panzer? Der Panzer selbst? Das hoffe ich mal nicht. Okay, Brandgranaten gehen halt echt aus langsam. Und die vielleicht. Meine ehrlich jetzt. Ja, ich nutze die ja auch quasi ständig. Grundsätzlich, damit hier nicht so viel los ist bei mir. Stehe ich nicht so drauf, dass hier viel los ist. Irgendwer schießt mich von der Seite ab. Da wo, also deine Seite halt. Ah, hinter dir. Ich hab den Granatwerfer da oben mal kurz erledigt. Boah, ich habe absolut Unsichtbarkeit. Habe ich versehentlich aktiviert, muss ich zugeben, aber. Aber es ist hilfreich. Ich bin unsichtbar, während ich schieße. Und es ist auf einmal alles so hell, ich sehe alles. Als wären hier gar keine Rauchgranaten geworfen worden. Oh, fuck. Kommt davon Schildtyp. Ich gehe wieder ins Gebäude. Jetzt ist Schildtyp. Welcher Schildtyp? Der, den du umgeballert hast. Oh. Das einzige Problem ist, ich hab... Aber das Heftige ist ja, das ist ja... Ich bin so unsichtbar, mein Hut wird überdeckt. Ah. Solange du unsichtbar bist, lebe ich. Hab nicht mehr viel Zeit, sagen wir es mal so. Ich konnte dich schon wieder fast nicht anvisieren, weil du unter mich durchgekrabbelt bist. Pass auf, da ist noch eine. Er lebt immer noch. Ich kann nichts machen. Mach du was. Wo ist dieser? Nein! Fuck, ich komm nicht hin! Töte den zuerst! Boah, ich komm hier wieder rein. Ja, hol mich jetzt. 4 Gegner, Dennis. Das werden wir nicht nochmal wiederholen. Okay, letztes Magazin. Ja, der kann da oben stehen. Welches da oben? Ah, oh, oh, das ist der diesmal. Ja, das ist eine der Positionen, die gerne benutzen. Okay, jetzt sind beide bei dir. Ja, verdammte Scheiße. Ja, nehmen wir mal die Muni. Vorletzte Welle. Was sagt man dazu? Klick, 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 klick. Wellenboni, nochmal Unsichtbarkeit. Sehr schön. Und auch Instant Stufe 3. Hier ist
Nachschub. Nutzen Sie ihn vor dem nächsten Angriff. Platziere Mine. Mine gelegt. Lege Mine. Platziere eine Mine. Lege Mine. Schalte eine Mine scharf. Platziere Mine. Brandgranate auf dem Weg. Oh. Mine gelegt. Lege Mine. Aktiviere Tarnung. Okay, jetzt geht's ab. Feindliche Kräfte nähern sich Ihnen. Ich benutze den Wellenboni, dass wir alles auf dem Radar sehen. Okay. Schau es dir an. Hast du jetzt schon angemacht, oder was? Ja. Deswegen sehe ich ja auch gerade was, ohne dass ich die Sensorgranate benutze. Aber scheinbar gilt das irgendwie auch nicht für alle. Deren Tarnung ist zu gut. Ich hol dich zurück, warte. Hör, du warst gar nicht tot. Da habe ich meine Waffe ausgetauscht, das wollte ich nicht. Was? Wieso ist der jetzt leer? Muss mich eigentlich verarschen? Wo ist meine Waffe mit voller Munition hin? Dann fülle ich jetzt eben auf. Was soll's? Werde ich schon überstehen. Okay, hat sogar geklappt. Überlebt. Ich glaube, der Boni schaut aus. Ich sehe gar nichts mehr. Ah, sehr coole Idee. Hast du davon noch einen? Ah, wenn du nicht durch bist, kann ich es aussetzen, wenn ich es nochmal machen kann. Ah! Wäre jedenfalls von Vorteil, wenn wir dir für die letzte Welle 2 hätten. Ich bin so gut wie tot. Ja, aber ich versag. Ich war verboten. Glaubst du, es kommt noch eine 50. Welle nach dieser? Hä, das macht keinen Sinn, das ist doch die 50. Oh, dann kommt doch keine Stealth-Welle mehr. Ja, gut. Soll eine 50. Welle nach der 50. Welle kommen? Da können die gar nicht zählen. Du hast 2 Luftschläge, richtig? Keine Ahnung. Benutzt den ersten gleich am Anfang. Sparen wir gleich. Sobald du merkst, dass wir so richtig unter Beschuss stehen. Ja, da steht keine 2 dran. Einmal, ich glaube 2. Okay, aber die normale Rakete hast du mehr. Warum willst du mich damit schießen? Irgendwo, wo halt gerade jemand kommt. Glaubst du, seht ihr so gut von da oben? Jetzt haben wir mehr Claimers, als wir benutzen können. Das hast du davor, dass du alles aufsparst. Lege Mine. Und? Platziere Mine. Platziere eine Mine. Mine gelegt. Lege Mine. Schalte eine Mine scharf. Ja, für die eigentlich noch verschwindet. Sensor. Aufgepasst, Ghost. Der Feind rückt an. Sensor aktiv. Einer von den Spätzners. Zur Linken. Hattest du noch ein Geschütz? Cool. Ob es funktioniert, ist noch eine Frage. Da ist kaputt. Naja, aber es hat noch ein bisschen geholfen. Okay, ich glaube, es hat nicht mal einen Luftschlag gebracht. Mein Luftschlag ist unterwegs. Es sind aber 6 oder 7 weniger. Es waren noch 40, als ich angefangen habe. Dann ist natürlich nicht alles davon, aber. Was ist das Teil? Oh. Ist das jetzt deiner gewesen? Ja. Ist aber früh eingesetzt. Aber okay, noch 20. Irgendwo ist das Sniper nerven, so. Hä? Ist das deren Helikopter? Ach du Scheiße! Hab ihn in die Luft gejagt. 15.000 Punkte. Wie geht auf die 10. Rakete? Du musst sie lenken. Ja, aber hey, ich hab dir letztes Mal geklickt und da ist letztlich aufgeploppt. Ploppt da was auf?
Ja, du drückst Q drauf und dann hast du die Map. Sie ist undurchsichtig, ist zugegeben, aber sie ist da. Okay. Das ist ja auch noch ein Lastwagen. Kannst du den ausschalten? Nee, ich glaub. Sieht so aus. Wenn er kaputt ist, dann habe ich ihn ausgeschaltet. Ich habe jetzt meinen Super Stealth benutzt. Jetzt ignorieren sie mich. Sehr schön. War hier nicht gerade noch einer? Oh, ist sonst noch was draußen an fliegendem Zeug? Nee, ich sehe nichts. Der Heli hast also du weggemacht, oder wie? Der Heli hab ich abgeschossen, ja. Da ist noch ein Fahrzeug. Ich kann ihn nicht benutzen, der ist bei mir noch im Reloaden. Vielleicht geht es auch nur einmal vor Welle, ich hab keine Ahnung. Ja, auf mich auf. Wir haben das ja noch nie benutzt. Also gut. Hast du den Truck erwischt? Ja. Ich werde das Ziel jetzt auch wieder durch. Wir schaffen es, Dennis, wir schaffen es. Ich setze eine Claymore, die also nicht an die Ecke kommt. Ah, da oben ist ja noch einer. Was? Nein, sogar zwei. Nur noch zwei Gegner. Okay, bleib du in Deckung. Ja. Ja. Gott, sind wir. Geht jetzt im Feuer alle. Nicht übel. Und was passiert jetzt? Gute Frage. Vielleicht noch eine tolle Statistik oder ein so. Ein Ladefrocker. Wahrscheinlich passiert gar nichts, weil das Spiel nicht sowas hat. Was? Ich möchte eine tolle Statistik. Tatsache, nix. Überhaupt nix. Ist das... Gibt keine Statistik, kein gar nichts. Stehe wahrscheinlich. Aber geh mal auf Karte, dann siehst du jetzt unseren Highscore. Mhm. Ganz toll. Das war das Einzige, was es gebracht hat. Also es gibt keine schönen Statistiken. Man spielt das nur für den temporären Highscore. Was, man kann jede Welle auswählen? Jo. Aber klar, wenn man einen hohen Score haben will, muss man bei 1 anfangen. Das ist auch klar. Und am besten noch Elite. Willst du gucken? Ich kann immer noch alle Wellen auswählen. Ah, okay. Warte mal, wie sieht's mit dem Highscore aus? Der ist immer noch der gleiche. Also streng genommen können wir alles auch auf leichte Schwierigkeitsgrad durchspielen. Wir hätten dann nur viel mehr Punkte auf Elite. Ja, ganz genau. Es geht nur um die Punktzahl. Ich habe halt so gedacht, dass die Weltspeicherung irgendwie pro Schwierigkeitsgrad zählt, aber... Nein. Es gibt nur einen Highscore. Also dann würde ich sagen... Wir werden nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.